herzlich willkommen. Mein Name ist Antimythos und wir spielen wieder Scream Collector. Ding, 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 ding. So, wir haben jetzt wieder abkassiert. Wir werden jetzt hier noch die Boni abkassieren. Geht ja mittlerweile scheinbar richtig schnell. Und dann kaufen wir hier uns die ganzen Sachen noch. So. Und gehen mal rein. Ich hab schon reingeludzt und unser Daily Bonus war, dass die Dinger aktiviert wurden. Ne, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und wir können jetzt erstmal. Jetzt ist die Frage. Das Ding hier kaufen, das, das. Das alles so. Wow, sieht schon ziemlich nice aus, die Butze. Machen wir das hier. Dann machen wir erstmal alles ordentlich. Dann machen wir das auf 50. Können wir noch 50er verteilen? Jo, da und da und nochmal 25 hier drauf. So, dann haben wir die zumindest schon mal alle sinnvoll verteilt. 50, 25. So, guckt euch das an. Wir haben mittlerweile 7 Spirits. Naja, gut, das ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Muss man ja mal sagen, aber das ist okay. Und da wir hier nicht mehr verteilen können als das, werden wir mal hier die Türen ausbilden. Was ist eigentlich hiermit? Da ist so ein Symbol drauf. Weiß ich nicht. Heißt das ist klickbar? Weiß ich nicht, so. Mal gucken hier. Ratten hier in großen Mengen. Aber ein Totenschädel. Der Totenschädel ist total witzig eigentlich. Aber bevor wir irgendwas machen, pass auf, wir machen erstmal. Nee, das ist nicht. Auto-Collect. Das, was wir sowieso machen wollten, weil damit können wir immer schön über Nacht Crap einsammeln. Und hier unten, guck mal, hier unten, ist die Frage. Ist das dann das nächste, dass wir ins nächste können? Die Dungeon Door? So wie ich dir gesagt habe, lol. Das wäre natürlich ultra fett, ne? Dann würde das Spiel immer und immer weitergehen. Das wäre ziemlich geil. Muss ich sagen. So muss es sein. Das Spiel muss immer weiterlaufen irgendwie. Ne? Genau, wir haben 7 Halloween Spirits. Das ist natürlich nicht allzu viel. Aber das, jetzt, wo wir das hier geskillt haben, ne? Werden wir morgen, da werde ich dann den ersten Reset machen. So. Wir machen heute mal. Naja, was anderes nicht unbedingt, aber wir machen hier mal Raschel-Raschel-Raschel-Modus. Und pushen damit jetzt einfach mal ein bisschen die Achievements. Pass auf, kling! Jetzt wieder los, dann mach ich einfach ein Makro und dann raschel-raschelt er sich vor sich hin hier. Einfach ihr seine 10.000 Raschel-Raschel-Klicks und dann ist gut. Dann haben wir oben den Klick-Bonus und den Raschel-Raschel-Bonus durch. Könnt natürlich auch hier Sounds machen, aber dann pushst du den Klick-Bonus nicht mit. Ne? Ist halt dann ungünstig, sag ich mal. Das ist so cool. Und ich habe übrigens einen Tipp gekriegt. Ich mach erstmal noch Raschel-Raschel-Bonus zu Ende. Warte, warte. Wir brauchen noch 200 Raschel-Raschel-Sounds. Spooky Sounds eigentlich, aber sagen wir mal nicht dazu. Das sind Raschel-Raschel-Sounds. Warum klang das gerade so, als hätte irgendjemand Streichholz angezündet? Ach so, deswegen. Flupp. So, komm schon, wir müssen die 200 doch gleich haben. Wir können den Sound nicht nachmachen. Das ist zu viel Sound hintereinander weg, beziehungsweise wenn der zu blöd. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach Kling, mach Kling. Ja, fein. Hat er fein gemacht. Wir brauchen jetzt bloß noch 2.500 Raschel-Raschel-Sounds. Alter, klar, da kommt Orange, dann kommt irgendwann kommt dann Blau, dann kommt noch ein. Was waren das da? Irgendwie 100.000 Raschel-Sounds oder so? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also. Wow! Das war ja nicht geplant jetzt. Aber cool, du kannst den hier 2 davon machen. Jetzt haben wir hier. Wo sind sie da? 2 mehr. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du die Schwerter einfach rausziehen kannst. Aber stimmt, das erste Schwert hing auch hier. Okay. So, da ist nichts. Muss man ein bisschen,
bisschen Sachen rausfinden hier. Einfach nur so Büchers. Spinnenweben machen gar nichts. Die Spinne selbst macht auch nichts. Außer die lustigen Raschel-Sounds. Nee, und zwar, wenn hier diesen. Ja, danke. Das ist halt jetzt eh ein Nachteil. Du kriegst die Sachen, die du hier bekommen würdest, in dem Bildschirm normalerweise. Sowas wie der Wassereimer und so weiter und so weiter. Die kommen halt nicht, weil du nicht hier bist. Ja, ist halt leider so. Wir können hier mal ein bisschen spinnen. Wir werden jetzt versuchen, entweder wir versuchen, alle Upgrades zu kriegen. So Stück für Stück. Oder wir versuchen, die ganzen Dias, die wir jetzt kriegen, alle umzuwandeln. Ne? Müsste man dann mal einfach mal gucken, wie man das macht. Weil 10 Stück ist in so ein lila Diamant. Das ist dann so, Aber da kann ich schon verstehen, warum manche Leute dann sagen, naja, ich hätte lieber jetzt das anders gehabt. Ne, mit dem Dingens. Dass die Lilan in die normalen umtauschen, weil wenn du hier fertig bist, dann machst du dich auch eigentlich nicht mehr. Nicht mehr so wirklich zumindest. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier gut oder gut macht danach. So. Der Time Warp ist natürlich geil. Ich frage mich, wenn wir den Time Warp erwischen, der gilt ja dann nicht für drinnen, ne? Oder? Das finden wir gleich mal raus. Das ist eine gute Idee. Wir gehen mal kurz drin, machen mal kurz einen Blick. Werfen mal einen Blick. Machen mal einen Blick. Ihr müsst mal meine Gesichter zu sehen. Also mögliche Karten, die wir kriegen können. Ist jetzt. Warum? Achso, Bilder ist genau hier oben. 50 hier drauf. Sollte mal drauf achten, dass wir das hier dann weiter erhöhen. Also das nächste ist bei einer B, das dauert also noch eine ganze Weile. Gut, dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir einen Time Warp kriegen sollten, ob der dafür zählt. Da bin ich mal jetzt gespannt, eigentlich, um genau zu sein. Wir haben die Witch abkassiert. Ah, nicht getroffen, ist egal. Ich habe Lust, die Dinger zu jagen. Wir haben ja das Achievement für die Dinger durch. Das ist halt das Einzige, was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist diese Achievements abzukassieren. Wir haben ja fast alle. Wir wollen da bloß noch 7 Geister abkassieren, ne? Ein bisschen was verfüttern. Krieg heute auch noch fertig, das ist kein Problem. Pumpkins ist halt das, weil das so lange dauert, ne? Und die Bohnen hier oben, die aktivieren sich ja von selbst die ganze Zeit, also. Dann wollt ihr bloß offen lassen. Ist also jetzt auch kein Problem. Squeak, squeak. So, weiter im Text. 8 Minuten verlabert hier, ey. Das sind jetzt die höchsten Boni, ne? Dadurch kann ich jetzt alles so relativ schnell und heftig skillen. Das, was jetzt skillbar ist, dann halt. Ne? Weil das ja so. Dingensmäßig ist. So, pass auf. Nee, da nicht. Ich will hier. Dreh machen. Wir haben ja noch ein paar von den Teilen. Ich denke jetzt darüber nach, dass ich nicht mehr die Teile benutze. Diese, Diamanten dafür benutze, sondern dass wir die wirklich sammeln und dann damit die anderen finanzieren vielleicht. Stubbig, ja, keine so schlechte Idee. Weil wir kriegen die Diamanten an sich ja relativ schnell. Also du kannst an einem Tag 150 Stück kriegen. So ein bisschen. Sagen wir mal realistischerweise 50 bis 100. Das kommt doch ein bisschen immer drauf an, was du kriegst halt hier mit den kostenlosen Dingern und ob du Glück hast mit den ganzen anderen Sachen und so. Hier ist natürlich ganz klar, dass das auch davon abhängig ist. Ein Stück weit. Und irgendwann ist es einfach bloß noch so, wenn wir genug Spirits haben, dass du das hier alles instant skillen kannst. Komplett voll. Alles. Und dann wartest du bloß noch darauf ab, das weiß ich nicht. Ist es einfach so. Das ist auch noch so ein Ziel. Alles instant skillen können. Auf Maximum. Ja, gib mir. Ich sollte aber auch darauf achten, ob ich nicht vielleicht, ob sich das nicht vielleicht lohnt, einen 10er Spin zu machen, ne? So, Ghost. Zip abkassiert. Siehst du, da haben wir schon wieder so einen Bonus. Und das lohnt sich richtig. Das sind bloß 2 Felder, die doof sind. Und hat sich hier lohnt. Wir haben einen lilanen Dia. Im Grunde. Ich sammle die aber erstmal hier. Weil ich auch überlegt hätte, rein theoretisch kannst du die Spirit, den Spirit Power, die du hast. Ein Spirit ist ja ein Wert, ne? 1% kannst du ja dann verdoppeln einfach.
Rein theoretisch. Rein theoretisch. So, das hier. Weiter drehen. Voll abdrehen. 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 Wie gesagt, ich hätte gerne den Time Warp, ne? Aber. Kommt der Kinder mehr hier? Was soll das? Was soll das? So. Nur Schreie hier. Ich höre sie nur schreien. Okay, die haben wir also schon wieder voll. Dauert jetzt natürlich auch dementsprechend nicht mehr allzu lange, weil durch diese vielen Screams, die wir da hatten, ist das schon einige wert, ne? Und die, dadurch, dass wir hier Spin und nur Much kriegen, ist das eigentlich auch ganz cool. Maul zum Meh. So, weiter im Text. Über 900 ist das Ende gewesen, ne? Kann so ja sein, ja, so teuer wie das aussieht. Pumpkin. Matsch. Ich glaube, wir haben kein Glück heute, was das angeht. Hier. Aber wir kriegen wenigstens Dias. Immerhin. Komm, da sind zwei Warps nebeneinander, die kriegen wir doch wohl, wa? Komm schon, komm schon, komm schon. Immerhin. Hat sich sogar gelohnt, weil doppelt so viel war wie das, was du rausgekriegt hast. Wenn die ganze Theorie folgen kann. Nee, ist alles random, alles klar. Drei Felder davor, hier oben, bei 100 N? Nee, alles klar. Ist wirklich random. Ich dachte jetzt immer, dass das dass man das voraussagen kann. Aber nee, kannst du nicht, weil es wirklich random ist. Leider. Ungünstigerweise. Hier, ich habe nämlich einen Tipp gekriegt, du kannst diese Dinger nehmen und einfach die Bäume damit füttern. Ich wusste nicht, dass man Bäume damit füttern kann, weil bei Zombies fällt dir nicht einfach so runter, diese Apfel, sondern ist auch sehr abstrakt, ne, dass du einem Baum einen Apfel fütterst, wo der Baum derjenige ist, der die Äpfel bringt, trägt sozusagen. Also, okay, seltsam, sehr, sehr seltsam. Ah ja, wir haben bloß noch die zwei Spins danach und dann ist das fertig. Kein Time Warp, schade. Schade, schade, schade. Hätte mir gefallen. Mal zu gucken, ob das was bringt. Oh, das war close, das war echt close. Ich hab auf den Monitor gespuckt, upsie. Upsie. Passiert. So, einer noch. Ich denke nicht, dass wir den Time Warp kriegen, also können wir schon mal eigentlich abziehen hier. Zwei Gems, immerhin. Ja, alles klar, dann kriegen wir das hier auch demnächst wieder voll. Dann lassen wir das einfach laufen so ein bisschen. Und resetten dann, wenn wir irgendwann mal doppelte, dreifache von dem Wert haben. Ne? Das wird lange dauern, weil wir haben ja mit etlichen Timebobs gearbeitet letztes Mal. Ist also, naja, sag ich mal. So, wir haben 9. Hat sich irgendwas getan? Ich denke nicht, nee. So schnell tut sie auch nicht mehr. Das hier ist halt noch upgradebar. Ich denke mal, das nächste, was wir dann machen müssen, ist dann morgen auf jeden Fall den Reset. Bis dahin werden wir auch... Warte, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Wir haben jetzt 13 Minuten. Wir haben ungefähr 2/3 gemacht. Sagen wir mal, wir brauchen 20 Minuten, um eben mal durchzukommen. Dann hast du erst 3 Spirits die Stunde. Jetzt 24 Stunden, sagen wir mal einfach drauf. 24 mal 3, da kommt einige zusammen. Nicht ganz, aber da kommt schon einige zusammen. Dann haben wir morgen einen relativ guten Boost. Und hier ist eine Tüte voller Chips, hätte ich fast gesagt. So, wir können uns von den Dingern nichts kaufen, ne? So gar nichts. Außer hier die 10 Tickets. Wir irgendwie hier, du kannst hier mal. So. Fangen wir jetzt hier auch an zu gambeln. Komm, wir machen das eh mal. Wir machen. Wir scratchen 10 Stück instant. Ah, das heißt, ich habe jetzt, so wie bei dem anderen, 10-mal den Bonus, der jetzt ultra lange anhält dementsprechend. Okay. Bei dem 25, nee, das ist viel zu viel, das ist viel zu viel. Okay, interessant. Dann kümmern wir uns mal weiter um die Achievements hier. Müssen wir ja dann wohl, denke ich mal. Immerhin ist es ein Klickerspiel, ne?
denke mal, ab morgen kommt dann diese Sache wieder alle 2 Tage. Denke ich mal. Ist, glaube ich, eine nüte Bilanz. Alle 2 Tage, dann, wie soll ich sagen, zu resetten, beziehungsweise dann wieder aufzunehmen. Das ist jetzt nur, weil von gestern zu heute ist es, glaube ich, nochmal ein guter Übergang, das nochmal zu machen. Außerdem können wir hier noch ein bisschen rumspielen. Und ich denke, in der Zeit, mit ein bisschen Glück, kriegen wir auch die Kerzen noch voll. Fehlen aber noch 2, ne? Eine. Denke mal, haut hin. Wir haben ja da 5 Kerzen, die alle angehen dann. Demnächst, also jedes. Was haben wir hier noch? Oh, wir haben mal so viel. Wir haben gerade mal die Hälfte ungefähr. Nicht mal, wa? Ja, doch. Mal gucken, wann die anderen Sachen dazukommen. Wir kriegen ja hier auch noch. Wenn wir eh einen Spirit holen würden, würden wir. Guck mal, hier leuchtet's. Was? Was? Dark Bark, Batwing, Red Whiskers, Moonbeam, Ectoplasm. Ach so, Dark Bark. Batwing, wir haben noch keine Fledermäuse, ne? Kann ich da mit rausgehen oder ist das dann weg? Ah, ne, ist nicht weg. Warte. Muss mal auf Fledermäuse warten jetzt. Können wir mal einen Diamant mitnehmen? Dunkle Beuke. Fledermaus. Was sind denn Moonbeams? Jetzt bin ich verwirrt. Hätte er wirklich gesagt, das ist. Nee. Okay, ist gut. Jetzt muss ich mal rausfinden, was das letzte Ding ist, was wir brauchen. Wie gesagt, ich hätte ja gedacht, dass das irgendwie. 100, aber die kannst du. Ah, jetzt. Ah, okay, einfach nur auf den Mond irgendwo klicken. Alles klar. Cool. Cool. So. Weiter rumrascheln. Raschel. Ich werde natürlich versuchen, dann zwischendurch wieder das Spiel zu starten. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht lasse ich es auch offen, dass wir die anderen Achievements noch zu Ende machen können. Und dann versuche ich, das ganze Ding irgendwie weiterlaufen zu lassen und noch Sachen zu verteilen hier, damit wir noch mehr Spirits rauskriegen bis morgen. Macht ja auch Sinn eigentlich, ne? Okay, das heißt, wir müssen dann jedes Mal so ein Ritual machen und müssen dann immer zwischen den Szenen wechseln. Das finde ich aber auch ziemlich cool. Eine gute Idee. So bist du dazu gezwungen, die anderen Szenen noch mal ein bisschen laufen zu lassen im Hintergrund. Ein Stück weit. Ist eigentlich auch nicht mal so blöd. Ich frage mich immer noch, was genau das hier soll mit dem. Mit diesem hier. Ich verstehe nicht ganz, was das Symbol bedeutet. Vielleicht kennt sich da jemand mit aus. Kann er mir das ja mal sagen. So, wir haben 10 Kerzen ausgepustet, nicht 100 Kerzen, 10 Kerzen ausgepustet und mittlerweile sehen unsere Achievements schon relativ bunt aus, ja. Bin ich gar happy drüber so ein bisschen. Und ich sollte mal hier weitermachen, weil er gibt hier gerade doppelten Bonus. Nicht schlecht. Da gibt wieder ein Schwert, sobald der Bonus vorbei ist, hole ich mir das Schwert und säbel hier mal so einen Totenkopf auseinander. Die sind auf jeden Fall leichter zu treffen als die anderen Dinger. Oh, nervig. Das ist weak, 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 das ist weak. So. Also, wie das mit den Spinnen funktioniert. Wer weiß, vielleicht kriegt man für die Dinger noch irgendwas, was man dann
zum Wegmachen benutzt. Kann ja alles sein, ne? Wir haben ja noch lange nicht alles freigeschalten. Wer weiß, vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird noch irgendwas zum Wegmachen. Wow, upsi. Ein wenig verrutscht. Gut, das ist jetzt, was so lange dauert. Oh mein Gott, genau wie das hier drin. Also wir werden hier drinnen sowieso mehr Zeit verbringen als draußen. Deswegen werde ich die Scenery nach draußen verlegen wieder. Und dann, wie gesagt, die Achievements zu Ende machen langsam. Mahlzeit. Komm, wir können auch immer spinnen, noch einmal ein paar Minuten Zeit. Haben wir eigentlich nicht, ist gerade vorbei, das ganze Ding. Aber hey, was soll's, wir machen einfach noch ein bisschen. Heute ist der Tag der langen Aufnahmen irgendwie. Vorhin den Kerzenklicker schon die Zeit völlig verplant, ne? Dann ist das jetzt hier auch nicht so schlimm eigentlich. So, das ist jetzt der vorletzte, ne? Genau. Diamanten. Oh, manche, die sich immer fordert, wäre übelst nervig. Schink, 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 schink. Schink, 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 schink. Dafür sind die gleich fertig. Also bald. Wir müssen noch dreimal füttern, das ist dann fertig. Fünf Geister fangen, dann ist das fertig. Hexen schmelzen dauert noch eine ganze Weile. Und Pumpkins matschen dauert auch noch ewig. Aber der Rest ist eigentlich fast alles durch. Das ist so genial. Yeah, Weihnachtsmann erwischt. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Könnt mir auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so findet, ne? Dann würde ich ganz simpel sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute.